Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Taz-Café und auch ganz herzlich willkommen natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns auf YouTube zusehen im Livestream. Herzlich willkommen zum ersten Wahltalk heute Abend hier im Taz-Café. Die Wahlwiederholung am 12. Februar 2023 wird es soweit sein, wirft ihre Schatten voraus. Mein Name ist Anna Klöpper. Ich leite gemeinsam mit meinem Kollegen Bert Schulz die Berliner Lokalredaktion der Taz und wir beide führen auch gemeinsam durch diesen Abend. Hat sich Berlin verwählt? Das ist die Frage, die wir heute Abend hier diskutieren wollen. Insgesamt drei Talks, drei Veranstaltungen wird es geben bis zum 12. Februar. Wir haben die Gelegenheit genutzt und haben alle drei Spitzenkandidatinnen der rot-grün-roten Regierungskoalition hierhin eingeladen ins Taz-Café. Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, nach nur einem knappen Jahr an der Regierung, Sie, die Berlinerinnen, davon zu überzeugen, warum man Sie denn nun gleich noch einmal ins Rote Rathaus wählen soll und was die Berlinerinnen von dieser rot-grün-roten Koalition in den verbleibenden 4,5 Jahren sind's dieser Legislatur noch erwarten können. Den Auftakt heute Abend, ich freue mich auch sehr, macht die Spitzenkandidatin der SPD. Sie ist die regierende Bürgermeisterin, sie ist Co-Landeschefin der Berliner SPD. Sie war Bundesbildungsministerin und Bundesfamilienministerin, Entschuldigung. Das stimmt. Und ich würde mal sagen, sie kennt auch Neukölln durchaus recht gut als ehemalige Bildungsstadträtin und Bezirksbürgermeisterin. Herzlich willkommen, Franziska Giffey. Und vielleicht auch noch ein schnelles Wort wie dieser Taz-Talk funktioniert, zu den Beteiligungsmöglichkeiten für Sie im Publikum. Also wir werden jetzt ungefähr eine gute Dreiviertelstunde eine Podiumsdiskussion haben und danach sollen Sie auch gerne noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Es wird auch einen Live-Chat über YouTube geben. Es wird auch eine Mail-Adresse geben oder beziehungsweise es gibt eine Mail-Adresse, an die Sie Fragen schicken können. taztalk@taz.de. Wir werden uns bemühen, da auch ein oder zwei Fragen im Anschluss mit reinzunehmen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir haben uns ja überlegt, dieser Taz-Talk, es ist ja eine Wiederholungswahl und dieser Wiederholungswahlkampf ist ja auch kurz und knackig. Also seit dem 2. Januar hängen die Wahlplakate und am 12. Februar wird ja auch schon gewählt. Das heißt, es sind nur knapp 6 Wochen Zeit auch für die Wahlkämpfenden. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, auch diesen Talk, wir hoffen sehr, dass wir es schaffen, kurz und knackig zu halten. Und deswegen, Frau Giffey, haben wir uns am Anfang eine kleine Aufwärmrunde überlegt, ein kleines Spiel, wo wir, ich hoffe, Sie sind einverstanden, uns ein paar kurze Sätze überlegt haben. Wir haben uns bemüht, sie kurz und knapp zu halten und Sie vielleicht vervollständigen, ebenfalls möglichst kurz und knapp. Einverstanden? Okay, dann Bert. Aber guten Abend darf ich schon nochmal sagen. Sie dürfen auf jeden Fall guten Abend sagen, entschuldigen. Guten Abend und meine Damen und Herren, danke fürs Interesse, danke, dass Sie Ihren Freitagabend hier verbringen und ich hoffe, dass wir miteinander eine gute Gesprächsstunde haben. Genau. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich fange gleich mit dem ersten Satz an, mit der Bitte um eine kurze Vervollständigung. Jetzt ist auch das Mikro, glaube ich, stabiler. Das Wichtigste, was ich im ersten Jahr als regierende Bürgermeisterin gelernt habe, ist? Dass Berlin in Krisenzeiten zur Höchstform aufläuft.
in der Bewältigung der Hilfe für über 360.000 ukrainische Geflüchtete, die hier in unserer Stadt angekommen sind und Hilfe, Solidarität und Unterstützung erfahren haben. Wenn es um den Bau neuer Wohnungen geht, sollte das Tempelhofer Feld? Ich bin dafür, dass wir uns den Rand des Tempelhofer Feldes anschauen und dort schauen, was ist dort an sozial bezahlbarem Wohnraum möglich. Wenn man die Innenfläche freilässt, hat man immer noch eine Fläche, die größer ist als der Central Park in New York. Deswegen wäre ich dafür, uns die Randbebauung des Tempelhofer Feldes nochmal anzuschauen. Aber das geht nur natürlich auch, wenn die Bevölkerung nochmal dazu befragt wird. Dazu kommen wir vielleicht heute Abend nochmal. Nächster Satz. Die A100 endet für immer in? Also, Sie haben doch heute die Senatsposition auch nochmal gehört, auch gestern im Plenum. Ein qualifizierter Abschluss am Treptower Park ist die Verständigung, die wir im Senat herbeigeführt haben. Ob das für immer ist, das kann Ihnen schon gar nicht jemand sagen, der... Es kann Ihnen niemand für immer irgendwas versprechen, ja? Aber ich kann Ihnen sagen, was dieser Senat für diese Legislatur vereinbart hat. Okay. Auch dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher. Themawechsel mit der CDU koaliere ich nur, wenn? Also ich kann Ihnen sagen, dass ich erstmal dafür kämpfe, dass die SPD stärkste Kraft wird. Und dass wir eine soziale und demokratische führende Rolle in dieser Stadt haben. Und ich finde es schwierig, vor der Kenntnis eines Wahlergebnisses irgendwelche Koalitionsaussagen zu machen. Das werde auch ich nicht hier machen, in dieser Vollendung von Halbsätzen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort und nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Zu guter Letzt die Frage, Böllern müsste in Berlin künftig? Zumindest stark eingeschränkt werden. Wir werden auf Bundesebene wahrscheinlich kein flächendeckendes Böllerverbot, was mit einem Böllerverkaufsverbot verbunden wäre, durchsetzen können. Aber ich bin der Meinung, dass Schreckschusspistolen überhaupt nicht in die Hände von irgendwelchen Privatleuten gehören und dass wir auch die wirklich sehr heftigen Böller- und Sprengsätze, die da im Einsatz waren, auch bundesweit einschränken sollten, auch was den Verkauf angeht, damit wir eben hier in Berlin auch bessere Möglichkeiten haben, Silvesternächte zu haben, die nicht so ausufern wie die letzte. Okay, damit gehen wir in Medias Res. Da sind wir nämlich auch eigentlich auch gleich beim Thema Neukölln. Das ist ja tatsächlich die Debatte und die Diskussion, die jetzt die letzten Tage auch sehr bestimmt hat. Sie selbst waren ja von 2015 bis 2018 Bürgermeisterin von Neukölln. Sie kennen diesen Bezirk sehr gut. Wenn Sie jetzt auf die Silvesternacht schauen, würden Sie sagen, das ist noch der Bezirk, den ich kenne? Also zunächst mal finde ich schon Ihre Einleitung nicht ganz den Tatsachen entsprechend. Wenn Sie sich anschauen, dass wir in Lichtenberg, in Mitte, im Wedding, in Charlottenburg, in Schöneberg genau die gleichen Themen hatten, genau die gleichen Ausschreitungen, dass wir sogar, ich habe mit dem Chef der HUVOG gestern telefoniert, der in die Heideck-Siedlung gehört, der hat gesagt, er hat noch größere Schäden in Lichtenberg, als nämlich Balkone und ganze Wohnungsaufgänge gebrannt haben. Wir haben hier nicht nur ein Neukölln-Phänomen. Ich kenne den Bezirk, ich habe 16 Jahre dort Verantwortung getragen in unterschiedlichen Funktionen und die sozialen Problemlagen, die wir dort vor 16 Jahren auch gesehen haben, die gibt es nach wie vor bis heute. Und diese Frage, die Sie stellen, ist das noch Ihr Bezirk, die suggeriert, dass da über 330.000 Menschen sich quasi völlig daneben benommen haben. Das ist nicht der Fall. Und ich möchte das hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir haben hier schwere Verfehlungen gehabt, schwere, brutale Angriffe auf Rettungskräfte, die durch nichts zu rechtfertigen sind. Und da muss man auch hinterhergehen. Es sind Straftaten, die müssen verfolgt werden. Es muss geahndet werden, was da passiert ist, aufgeklärt werden. Aber ich wehre mich dagegen, das habe ich schon mehrfach gesagt, dass ein ganzer Bezirk, eine ganze Stadt in ein Licht gerückt wird, die sagt, hier sind nur Chaoten, hier sind nur Leute, die sich irgendwie vollkommen daneben benommen haben. Das ist nicht der Fall. Ich kenne sehr viele Menschen in Neukölln anderswo, die genauso entsetzt sind, die auch selber Migrationshintergrund haben, die bei den Rettungskräften mit dabei waren und die das überhaupt nicht gut heißen. Deswegen muss man die Debatte differenzierter führen. Das stimmt, man muss die Debatte differenzierter führen. Da wäre die Frage, worüber reden wir tatsächlich, wenn wir jetzt über Neukölln und die Silvesternacht reden? Sie sagen ja auch, wir reden über Berlin und die Silvesternacht, genau, erstmal.
Genau. Und, aber die Frage, warum reden wir so viel auch über Neukölln? Na, weil das so schön ins Bild passt. Ne? Das ist doch klar. Also die Taten, Festnahmen und was wir jetzt so an Strafvermittlungsverfahren haben, da haben wir sogar mehr in Mitte, die jetzt erstmal auch als Strafvermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft gegeben worden. Trotzdem, es sind ja bei weitem nicht alle, die was gemacht haben, festgenommen worden. Ja, das war eine große Gruppe, es war teilweise sehr unübersichtlich. Fakt ist, dass Neukölln ja immer verbunden wird mit sozialen Problemlagen, auch mit Integrationsproblemen. Und wenn dann da wieder was passiert, dann passt das schön ins Bild. Und dann wird das natürlich auch in den Fokus genommen. Und man muss auch sagen, dass natürlich der brennende Bus in der Heideck-Siedlung einfach so ein Symbolbild auch geworden ist. Das waren sehr schwere Attacken, die sehr natürlich sinnbildlich stehen für das, was da in dieser Silvesternacht auch anderswo passiert ist. Und deswegen ist das eben auch stärker im Fokus. Aber Sie sagen ja tatsächlich auch, es waren nur einige wenige, die Angriffe auf Rettungskräfte, die dort sich negativ hervorgetan haben. Na, gleichzeitig reden wir natürlich, gleichzeitig reden gesagt. Wir natürlich jetzt, sagen Sie ja auch, oder Sie hatten ja auch Mittwoch den Gipfel zur Jugendgewalt. Deswegen die Frage, worüber reden wir eigentlich? Reden wir über eine Jugendgewaltdebatte? Und wenn Sie sagen, das waren ja auch nur einige Täter in der Silvesternacht. Verknüpft man da nicht zwei Debatten, die man eigentlich differenziert und voneinander getrennt führen müsste? Können Sie mal sagen, welche beiden Debatten jetzt unzulässigerweise verknüpft werden? Einmal die Debatte über Jugendgewalt, über Prävention und einmal die Debatte, wie bestraft man tatsächlich wirksam diejenigen, die auch Übergriffe auf Einsatzkräfte machen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass Sie mir vorwerfen, man vermischt eine Jugenddebatte mit einer Integrationsdebatte. Das ist das, was gerade passiert. Und die Frage der Präventionsarbeit auf der einen Seite und die Frage der konsequenten Strafen, das sind aus meiner Sicht zwei Dinge, die zusammengehören. Wir müssen jetzt ganz klar sein, bei solchen Straftaten, wo Rettungskräfte mit Schreckschusspistolen ins Gesicht gezielt worden ist, wo wir wirklich massive Angriffe auf Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr haben, da ist doch völlig klar, da gibt es keine Diskussion, da müssen Strafen folgen, da muss auch diese Taten müssen geahndet werden. Aber es ist nicht, auch nicht damit getan zu sagen, das war jetzt einmal eine Silvesternacht und alles andere interessiert uns dann nicht, sondern wir müssen schauen, was sind das für Stadtlagen, was sind das für Jugendliche, warum haben die das gemacht, welche Probleme liegen dahinter. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Attacken dann nach der Silvesternacht vollkommen wieder weg sind, sondern es gibt dort immer wieder Probleme, Ausschreitungen, Einsätze, Angriffe auf Rettungskräfte sind nichts, was nur einmal im Jahr stattfindet. Und deswegen ist das tiefer liegend, das Problem. Aber lassen Sie uns doch mal an diese Ursachenforschung rangehen. Sie haben ja gerade eben gesagt, Sie haben seit 15 Jahren Verantwortung für Neukölln übernommen in verschiedensten Bereichen. Sie kennen die Gegenden, Sie waren ja auch jetzt wieder da. Woran liegt es denn, dass da sich in 15 Jahren die Probleme, die Sorgen, die Nöte nicht geändert haben, dass es immer noch zu diesen Ausschreitungen, zu dieser Jugendgewalt kommt? Also wonach liegt es Ihrer Meinung nach? Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Einmal muss man sehen, dass wenn man sich die Attacken in der Silvesternacht ansieht, überall in Deutschland wir Stadtlagen hatten, die auch sonst von sozialen Problemlagen geprägt sind, wo sehr viele Menschen auf sehr engem Raum teilweise zusammenleben, wo wir gesehen haben, dass eben Jugendliche, die in den letzten zwei Jahren sehr wenig Möglichkeiten hatten, auch an Jugendeinrichtungen und so weiter, viel war geschlossen, Auswirkungen der Corona-Pandemie, zwei Jahre auch Böllerverbot, also auch ein Nachholbedarf, starker Gruppeneffekt, dieses Gefühl, jetzt hier ist der Tag, an dem man mal wieder endlich richtig was loslegen kann. Der Knarre in der Hand, losballern, genau. Ja, so, also und dann macht der eine und der andere mit. Wir haben auf die Polizei mir auch gesagt, es gab viele, wo eben diese Gruppendynamik auch nochmal verstärkt wurde durch die Handynutzung, Social Media, sich gegenseitig anfeuern und natürlich auch, deswegen ist auch so viel Videomaterial entstanden, was wir jetzt als Beweismaterial nutzen können, weil ja die Täter sich selber und ihre Taten auch gefilmt haben, ja, die wir jetzt eben nutzen. Aber all das ist ja keine endgültige Erklärung, ja, weil jemand in der Corona-Pandemie nicht so viel tun konnte, ist es noch keine Erklärung, warum Rettungskräfte angegriffen werden. Und was man hier sieht, ist eine große Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften, Vertretern des Staates, ein
sich auch abwenden, letztendlich ein Stück weit von dem, was der Staat repräsentiert. War das anders, als Sie damals Bürgermeisterin in Neukölln waren oder als Sie als Schulstadträtin da unterwegs waren? Wir hatten auch natürlich Problemlagen, aber ich sage Ihnen, ich habe mit vielen Einsatzkräften gesprochen, die seit 30, 40 Jahren im Einsatz sind und immer auch Neukölln, Kreuzberg, Wedding, also die Gebiete, die ohnehin nicht einfach sind. Leute, die wirklich von sich selber sagen, sie sind schon sehr hart gesotten. Ja? Aber die haben mir gesagt, sowas wie in diesem Jahr haben sie noch nicht erlebt. Die Zitate haben wir in den letzten 5 Jahren jedes Jahr gehört. Also wir haben noch mal nachgeschaut. Es war naja, also letztes und vorletztes Jahr nicht. Nee, also letztes und vorletztes Jahr nicht, aber zum Beispiel vor 2 Jahren hat der Innensenator gesagt, es war vielleicht nicht mehr, aber die Aggressivität war höher und das hatten wir so in diesem Fall noch nicht. Vor 4 Jahren, 2017, 18, hat der Brandschutz oder der Feuerwehrchef gesagt, die Aggression wird stärker. Und also es ist immer so eine, deswegen komme ich nochmal zu meiner Frage zurück. Sie haben ja selber gesagt, es gibt Problemlagen und die haben sich nicht geändert in 15 Jahren. Und dann muss man doch mal fragen, hat die Politik was versäumt? Haben ja, klar. Sie vielleicht also was versäumt? Ist völlig klar, dass immer an allem die Politik schuld natürlich, ist. Also wenn wir die Diskussion so führen wollen, dann machen wir es uns auch ein bisschen einfach. Ich kann Ihnen sagen, naja, wissen Sie, ich glaube, dass wir... Also wir tun so, als wenn es alles dieselben Leute sind. Wir tun so, als wenn quasi die, um die man sich vor 20 Jahren bemüht hat, jetzt immer noch die gleichen Probleme machen wie vor 20 Jahren. Wir müssen sehen, es sind auch unterschiedliche Menschen. Es sind viele, die in diesen Gebieten vielleicht auch schon seit Generationen leben. Da ist die Frage, welche Rolle haben die Eltern eigentlich auch? Das muss man auch mal stellen, diese Frage. Und man muss sich ansehen, was ist aus den Jugendlichen geworden, die vielleicht vor 10, vor 15 Jahren dort betreut worden sind, durchs Quartiersmanagement, durch die Sozialarbeit in den Schulen. Es gibt viele gute Geschichten von jungen Leuten, die es geschafft haben, in einen Beruf zu gehen, die vielleicht selber heute Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau sind, im Rettungsdienst arbeiten, selber auch Migrationshintergrund haben. Wissen Sie, wenn wir überlegen, dass 40% der Menschen, die in Berlin leben, fast 40%, einen Migrationshintergrund haben. Und die waren vor 15 Jahren auch vielleicht jugendlich. Ja? Und die sind heute ganz normal im Beruf, haben eine Familie, leben hier, machen alles. Dann kann man doch nicht sagen, aha, ist ja eindeutig, ist alles falsch gemacht worden, wir haben Integrationsfehler und die werden hier alle sichtbar und so weiter. Das sagt ja auch gar nicht. Ich greife nur auf, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, wir haben die gleichen Problemlagen vor 15 Jahren gehabt. Ja, Sie haben sie warum? Heute auch wieder. Genau, sie haben so. Ja vor einem Jahr, als Sie angetreten sind im Rathaus, haben Sie gesagt, wir müssen gucken, dass wir allen Menschen, die hier leben, die Option geben zu arbeiten. Das ist ja so ein Aspekt, der auch bei vielen Menschen ein Problem ist. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen in Berlin. Es gibt viele Jugendliche aus migrantischem Hintergrund, die nicht arbeiten dürfen, aus verschiedensten Gründen. Und auch da fragt man sich... Aber wissen Sie, das ist auch immer so eine Begründung. Also sehr viele derer, die da dabei waren, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die dürfen arbeiten, dürfen Schulabschluss machen, die dürfen eine Berufsausbildung anfangen. Die dürfen das alles. Das ist, reicht auch nicht zur Erklärung. Ja? Und die Probleme, die wir hier sehen, die sind... teilweise ja auch immer wieder neu hinzugekommen. Wir haben diese Stadtlagen sind von großer sozialer Segregation geprägt. Die, die es schaffen, ziehen weg, neue kommen dazu. Wir haben Familien, die in sehr beengen Verhältnissen leben, 8, 10 Leute auf 3 Zimmern, wenn es gut läuft. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit den Kindern? Viele werden dann runtergeschickt, gehen irgendwo, sind unterwegs im Kiez und sind einfach... haben nicht die gleichen Möglichkeiten, eben sich so zu entwickeln, wie sie es eigentlich bräuchten. Ja, und deswegen, es ist ein Mix aus Respektlosigkeit, aus nicht sich dazugehörig fühlen, vielleicht auch für sich selber keine Perspektive sehen, die und wir, ja, also diese Abgrenzung auch, wir hier im Kiez, in der Community, aber die anderen haben mit uns nichts zu tun. Ich habe mit den Jugendlichen, bin auch hingefahren, habe in der Jugendeinrichtung mit Jugendlichen gesprochen. Da sagt der eine, ja, wenn die Polizei uns provoziert, dann ist das eben so. Ja? Und dieses Verständnis von die Polizei provoziert uns, ist ja auch schon ein Ding. Ja? Da ist ja was schiefgelaufen in der Sicht der Dinge. Die Polizei ist die Vertretung des Staates. Also insofern, die provoziert nicht, die macht ihren Job. Sie haben jetzt trotzdem einen Jugendgipfel eingerufen oder einen Gipfel gegen Jugendgewalt. Sie haben versprochen, mehrere Millionen in die Hand zu nehmen. Was soll da konkret passieren? Was ist die konkrete Idee dahinter? Also wir haben im Senat erstmal ein 5-Punkte-Maßnahmepaket beschlossen, wie umzugehen ist mit den Silvesterfolgen. Erster Punkt, die Strafverfolgung. Zweiter Punkt,
Ausstattung, Schutzausrüstung der Polizei und Feuerwehr, auch sowas eben wie Bodycams, die zur Beweissicherung dienen können, die eben solche Taten auch aufnehmen und dann eben später als Beweis herangezogen werden können. Das dritte ist, auf Bundesebene sich einzusetzen für Verschärfung Waffenrecht und Sprengstoffrecht, Stichwort Einschränkungen von Schreckschusspistolen und schweren Böllern. Das vierte ist in der Tat das Thema Jugendprävention und Präventionsarbeit vor Ort. Und der fünfte Bereich ist, was müssen wir in diesen Stadtteilen tun, wo es eben sehr verengte Lagen gibt, auch außerhalb von Quartiersmanagement, wo wir viele Menschen auf einem Raum haben und einfach auch stadtentwicklungsmäßige Maßnahmen brauchen. So, das ist erstmal das Set. Und dann haben wir gesagt, am Mittwoch lade ich ein zu diesem Gipfel gegen Jugendgewalt und wir sprechen mit Akteuren, die vor Ort immer mit den Jugendlichen arbeiten, auch mit den Jugendlichen selber, von Gangway, von anderen Organisationen, mit der Präventionsbeauftragten der Polizei, mit den Integrationsbeauftragten der Bezirke, mit den Jugendstadträten, mit den Leuten, die tatsächlich genau einschätzen können, Quartiersmanagement, Jugendtreff, also Leute, die wirklich auch immer mit den jungen Leuten arbeiten. Und wir haben dann gemeinsam vier Felder definiert, in denen es jetzt zusätzliche Maßnahmen braucht. Das eine ist Elternarbeit und Schulsozialarbeit. Die Familien, die Elternhäuser und die Schulen sind die Orte, wo sich die Jugendlichen am meisten aufhalten. Und das bedeutet, wir müssen gucken, was wir da machen können. Das zweite ist das Thema Jugendsozialarbeit, also Streetwork, Angebote für Jugendliche jenseits von Elternhaus und Schule. Das dritte ist die Frage, was können wir auch hier wieder tun in den Stadtteilen? Wo braucht es zusätzliche Jugendeinrichtungen? Wo braucht es Orte, wo sich junge Leute begegnen können, wo sie nicht weggeschickt werden, wo sie nicht unerwünscht sind? Und das vierte ist schon auch das Thema, wenn alle Prävention nicht hilft, alle Ansprache, alle normverdeutlichenden Gespräche, die ja verstärkt werden durch Polizei in den Schulen auch, wenn das alles nicht hilft, dann auch eben eine Jugendgerichtshilfe, eine Strafbarkeit, Strafverfolgung, die notwendig ist. Also auch die Ausstattung Staatsanwaltschaft und Justiz ist wichtig, damit wir eine Grenze aufzeigen können. Und in diesen vier Feldern werden wir jetzt arbeiten. Die einzelnen Behörden sind auch aufgefordert, das zu machen, gemeinsam mit Zivilgesellschaft. Und wir wollen uns am 22. Februar wieder treffen und dann sagen, wir wollen die und die Maßnahmen konkret jetzt auch nochmal aufstocken. Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, die Stadtteilmütter, also ganz verschiedene. Jugendberufsagentur wird eine Rolle spielen. Und dann wird es eine Summe geben, die gewünscht ist. Und ich habe mit Finanzsenator Wesner vereinbart, dass wir auch ermöglichen, dass überplanmäßige Ausgaben, außerplanmäßige Ausgaben auch ermöglicht werden, damit wir hier auch ein Zeichen setzen können für zusätzliche Unterstützung. Die CDU hat Ihnen sofort natürlich Aktionismus vorgeworfen, weil ja. Sie sagt, naja, so ein Gipfel und dann vielleicht noch ein Folgegipfel, das bringt uns nicht so viel weiter. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte nicht eingeladen, hätten Sie gesagt, wieso redet die nicht mit allen? Ja? Also das ist ja klar. Egal, was du machst, es findet sich immer, der sagt, es ist jetzt schlecht, zu spät, zu wenig, nicht für immer. Ich glaube schon, dass nach so einer Nacht es wichtig ist, zu reden mit den handelnden Akteuren, auch zu sagen, okay, es gibt eine Menge in Berlin, aber was müssen wir denn eigentlich zusätzlich tun? Und das habe ich gemacht. Und natürlich reicht es nicht, sich einmal zu treffen, man muss einen Arbeitsprozess verabreden. Wir haben einen Arbeitsprozess verabredet. Wir haben gesagt, okay, die Einzelmaßnahmen werden ausgearbeitet, die werden mit Geld untersetzt, wir werden einen Senatsbeschluss machen im März und dann auch in die Umsetzung gehen, dann muss es begleitet werden. Es muss über das ganze Jahr jetzt vorbereitet werden, dass wir ein anderes Silvester erleben. Und ich verspreche Ihnen hier klipp und klar nicht, dass das alles ruhig wie im kleinen Dörfchen sein wird. Wird es nicht sein. Müssen wir ganz klar sagen. Berlin ist eine 4 Millionen, fast 4 Millionen Stadt. Wir werden immer hier eine besondere Lage haben, auch an Silvester. Aber das Entscheidende ist, dass wir vorgehen, ganz besonders gegen die Angriffe auf unsere Leute, auf unsere Rettungskräfte und dass wir auch mehr Prävention mit den Jugendlichen machen, um die es geht. Das heißt also auch Täterarbeit, auch bei denen, die so kurz vorm Abgleiten sind, da muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass das nicht geht. Sie hatten auch schon angesprochen als eine Komponente das Böllerverbot. Ein bundesweites Böllerverbot dürfte schwierig werden. Berlin hat jetzt den Vorsitz der Innenministerkonferenz. Wie optimistisch sind Sie denn da, dass man das auch wird vorantreiben können? Sie hatten sich da ja auch schon geäußert, dass man da eventuell eine Lex Berlin schafft, dass man flexibler eingrenzen kann in Berlin über das Sprengstoffgesetz. Was für eine Veranstaltung?
dann würde ich sagen, stellen wir doch diese Frage noch tatsächlich und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir Sie noch zufriedenstellen können mit Wahlkampf. Es gibt ja noch Sind Sie denn optimistisch dann, dass das tatsächlich in der Innenministerkonferenz vorangeht? Ich muss Ihnen echt zustimmen, das Thema ist jetzt langsam auserzählt. Ich habe so viel dazu gesagt. Wir werden kein bundesweites Böllerverbot erreichen. Ich habe das schon zigmal gesagt. Die Innenministerkonferenz wird nicht dafür stimmen. Und es wird auch keine Lex Berlin geben. Es wird höchstens die Möglichkeit geben, dass im Waffensprengstoffrecht eine Flexibilisierung gegeben wird, die sagt, die Länder können bis zu einem gewissen Grad das selber entscheiden. Auch dann müssen wir überlegen, macht das überhaupt Sinn? Weil Sie wissen alle, Berlin ist keine Insel. Die Leute fahren 80 Kilometer nach Polen, holen sich da ihr Zeug oder fahren nach Brandenburg oder sonst wie. Also wir müssen auch irgendwie realistisch bleiben. Wir werden das besprechen. Ich hoffe sehr, dass die Schreckschusspistolen wenigstens eingegrenzt werden, deutlichst. Gut, dann würde ich sagen, es ist ja Wahlkampf. Das heißt, wir machen mal einen Schritt in ein anderes Thema. Es gibt ja auch eine andere Gruppe von jungen Menschen, die auf die Straße gehen und was fordern, und zwar schon lange und mit Nachdruck. Wann gibt es denn den Gipfel gegen die Klimaproblematik? Also die Menschen, die auf der Straße sich festkleben, sind ja auch junge Menschen, die für irgendwas kämpfen, die was einfordern, die von vielen Leuten als Kriminelle gesehen werden, denen man Straftaten nachsagt. Wenn Sie jetzt sagen, auch mit denen muss man was tun, wird es diesen Gipfel geben? Na, diesen Gipfel hat es gegeben, Entschuldigung. Wir haben einen Klimabürgerinnenrat eingerufen im letzten Jahr. Die haben sich mehrfach getroffen. Es gab nicht ein Gipfel, sondern mehrfache Treffen. Und die haben ein Ergebnispapier ausgearbeitet. Wir haben bei uns hier im Senat extra einen eigenen Ausschuss für Klimagovernance des Senats gegründet mit Beginn dieser Landesregierung, der sich mehrfach in diesem letzten Jahr zusammengesetzt hat unter meiner Leitung und meiner Einladung. Und wir haben den Klimabürgerinnenrat dort eingeladen, die uns ihre Ergebnisse, ihre Empfehlungen übergeben haben, die das vorgestellt haben. Wir haben mit dem Klimabürgerinnenrat darüber diskutiert und haben im Dezember das Berliner Energie- und Klimaschutzkonzept beschlossen, was die Empfehlungen des Klimabürgerinnenrats aufgenommen hat und jetzt auch gilt und in die Stadtpolitik. Wir haben übrigens auch ein Klimaschutzgesetz, was sehr, sehr weitgehend ja schon ist. Die Proteste gehen ja trotzdem weiter und Sie hören ja nicht auf. Also wie wollen Sie denn damit umgehen? Ich will nur sagen, weil Sie gefragt haben, wann kommt der Gipfel. Den Gipfel gab es und es gibt eine Klimagovernance, die im Senat vereinbart ist und die auch läuft. Ja? So, und ein Klimaschutzkonzept, das umgesetzt wird. Wir werden also jetzt nicht noch einen Gipfel einladen, sondern wir machen unseren Job mit dem, was wir vereinbart haben, nämlich einem kontinuierlich stetigen Prozess für den Klimaschutz in unserer Stadt. Was die Klimaschützer angeht oder diejenigen, die sich ankleben, kann ich Ihnen nur sagen, ich glaube nicht, dass diese Form von Protest zielführend ist. Wir haben mittlerweile über 250.000 Einsatzstunden der Berliner Polizei, die versucht, dann wieder die Straßen auch ein Stück weit freizukriegen, weil wenn eine Straßenblockade ist, zum Beispiel der A100 oder anderer wichtiger Straßen in der Stadt, dann bedeutet das binnen Minuten natürlich Chaos. Mhm. Ja? Es bedeutet in Minuten Chaos. Es bedeutet, dass wir eine Verkehrssituation haben, die dann auch gefährlich ist, wenn andere nicht mehr durchkommen und so weiter. Insofern. Aber die Politik und die Klimaproteste haben sich doch hier in so ein gegenseitiges Gegeneinander verrannt. Also wie kommen Sie denn da raus? Weil offensichtlich hilft weder die Repression von Seiten des Staates, noch hilft irgendwas anderes. Also wissen Sie, ich würde mir sehr wünschen, dass man, ich sage Ihnen mal was, ich war heute bei Enpal. Ich weiß nicht, ob Sie Enpal kennen. Das ist eine Firma, ein Berliner Start-up-Unternehmen, das größte grüne Unicorn Deutschlands. Die haben innerhalb von 6 Jahren es geschafft, zu einem Solarunternehmen zu werden, was Solaranlagen auf Dächern in Deutschland installiert, mit einem Mietverhältnis. Also sie mieten die Anlage, sie kaufen die nicht, sie mieten die und nach 20 Jahren Miete gehört die ihnen. Und die haben mittlerweile 30.000 Anlagen installiert. Die haben über 3.000 Mitarbeiter und machen quasi jeden Tag Klimaschutz in Massen. Die haben sich das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Anlagen zu installieren. Wir haben hier in Berlin das Ziel, dass bis 2035 ein Viertel des Berliner Stromverbrauchs aus Solarenergie kommt. Wir haben unzählige Dächer in der Stadt. Wir haben ein Rieseninteresse in der Bevölkerung. Die wollen gerne, egal ob Einfamilien, Mehrfamilien oder sonst wie, oder Balkonkraftwerke, sehr, sehr, sehr große Nachfrage. Unheimliches Interesse seit letztem Jahr auch nochmal verstärkt durch die Energiekrise in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen gerne so eine Solaranlage haben. Wissen Sie, was im Moment der größte Hemmschuh ist beim Thema Solaranlagen?
nicht die Fördermittel, die wir bereitstellen. Wir haben die Fördermittel verdoppelt, auch doppelt so viele Anträge, sondern die Leute, die es machen, die Solateure, die aufs Dach gehen und die Anlagen installieren. Das hat überhaupt nichts mit den Protesten zu tun auf der Straße. Ja, ich frage mich immer, wissen Sie, die Leute, die da protestieren, was ist denn jenseits von Ankleben noch der Beitrag? Aber verstehen Sie deren Ängste? Ich verstehe deren Ängste, natürlich. Aber die Frage ist, wie können wir die angehen? Und wir haben eine ganz klare Strategie in Berlin. Wir wollen, dass unsere Stadt klimaneutral wird. Wir wollen bis 2030 70% Reduktion. Ich weiß, es gibt Leute, die wollen 100% Reduktion bis 2030. Da haben selbst die Grünen gesagt, das ist nicht zu schaffen. Und wir müssen realistisch bleiben. Wir sind eine Großstadt. Wir haben ja heute schon den geringsten Energieverbrauch pro Kopf im bundesweiten Vergleich. Also Berlin ist heute schon wirklich Energiesparmeister, wenn man so will, wenn man sich anguckt, wie viel in anderen Bundesländern verbraucht wird. Und wir haben ein sehr ambitioniertes Klimaschutzkonzept und auch eine Strategie, die eben sagt, wir wollen auf erneuerbare Energien setzen, auf Wasserstoffstrategie, Solarenergie, Windenergie, wo es geht. Das geht natürlich in der Großstadt nur begrenzt, aber vielleicht kennen Sie den Lichtenberger Riesen, die Liese, das ist ein großes Wohnhaus, wo gerade ein Modellprojekt läuft, wo wir auf dem Dach eine Windkraftanlage installieren wollen. Das gibt es bisher noch nicht auf Wohnhäusern in der Stadt, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir auch innovative Wege gehen müssen. Oder das Flusskraftwerk, was hier in Schöneweide gerade installiert wird, was an den Start gehen wird, wo aus dem Spreewasser die Wärme entzogen wird und dadurch auch Energie entsteht. Okay, es gibt jede Menge Maßnahmen, das haben wir verstanden. Ja, auch Umrüstung der Flottenladeinfrastruktur. Mal gucken, ob es die Protestierer überzeugt. Na, wahrscheinlich nicht. Aber wissen Sie, wir müssen ja einen Weg finden, der einerseits sagt, ganz klar, wir wollen das. Wir wollen auch alle Bemühungen machen, alle Technologien nutzen, die wir haben, fördern, unterstützen, damit das gelingt. Aber wir müssen sehen, in 7 Jahren schaffen wir nicht, unsere Stadt komplett 100% klimaneutral zu machen. Wir wollen es schneller schaffen als 2045, als das deutschlandweite Ziel. Wir wollen vorher soweit sein. Wenn man sich überlegt, dass EU-weit 2055 angepeilt wird, dann ist das ambitioniert. Und viele der Themen, Berlin ist keine Insel, auch da nicht. Wenn wir sagen, bis 2030 und um uns herum alle 2045 machen, dann wird das auch nicht den wirklichen Effekt haben. Das muss man immer sehen dabei. Und ich glaube, alleine gucken Sie sich mal unsere Flotte an, ja, unsere öffentliche Fahrzeugflotte. Wir wollen, dass unsere Busse bis 2030 komplett auf E-Mobilität umgestellt sind. Das ist sehr, sehr ambitioniert. Wird auch viel Geld kosten, wollen wir machen. Dann sind aber noch nicht die Feuerwehrfahrzeuge, sämtliche Polizei- und Rettungsfahrzeuge, die werden noch nicht alle umgestellt sein vollständig. Das wird länger dauern. Okay, Sie brauchen. Wir wollten eigentlich noch so einen kleinen schnellen Block machen mit Fragen ergänzen, aber ich glaube, den angesichts der Zeit skippen wir den. Und Sie waren gerade schon bei den Grünen und Klimaneutralität und bis 2030 ist es nicht zu machen. Aber tatsächlich, selbst wenn man es etwas später hinbekommen will mit der Klimaneutralität, Sie brauchen ja tatsächlich auch eine Verkehrswende, die in die Gänge kommt. Sehen Sie da genug vorangekommen, auch beim grünen Koalitionspartner? Also wir haben 2 große Stellschrauben, wenn wir wollen, dass Berlin klimaneutral wird. Das eine Thema ist der Verkehr, das andere ist aber auch unsere Wärme. Ja, wie wird eigentlich unsere Stadt beheizt? Ich würde gerne tatsächlich einmal beim Verkehr bleiben. Ich meine nur, also der Verkehr ist nicht der einzige Punkt, ist aber ein wichtiger Punkt. Und die Wärme muss eben auch von fossilen Energien weg. Beim Thema Verkehr ist ganz klar, CO2-Reduktion, was vor allen Dingen den Autoverkehr angeht, den motorisierten Individualverkehr. Und das ist auch ein Thema, was eben nicht von heute auf morgen zu lösen ist, was wir aber angehen müssen. Wenn ich mir ansehe, wie unsere E-Ladeinfrastruktur in der Stadt aussieht, also es ist nun mal so, wir haben viele mehr Familienhäuser, die Leute können nicht die Kabeltrommel von oben runterwerfen, um ihr Auto aufzuladen. So, das Klassische, ich habe die Solarzelle, habe ich mir heute bei Enpal angeguckt, die Solarzelle auf dem Dach und habe unten die Wallbox, um mein Auto zu laden, quasi umweltfreundlich, CO2-neutral. Das ist für Stadtlagen, Innenstadtlagen mit mehr Familienhäusern nicht überall so möglich. Deswegen brauchen wir, wenn wir da umstellen wollen, natürlich mehr Inanspruchnahme öffentlicher Nahverkehr,
weniger Individualverkehr. Wir brauchen aber eben auch die Möglichkeiten einer Ladeinfrastruktur, weil wir werden immer Menschen haben, die auch aufs Auto noch angewiesen sind. Ob das der Wirtschaftsverkehr ist, der hier in der Stadt was liefern muss, oder aber eben auch Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, die mehr zu transportieren haben als ich selber, die werden auch zukünftig aufs Auto angewiesen sein. Und da muss man jetzt gucken, was können wir tun, um anzureizen, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Leute eben umsteigen aufs E-Auto. Ja? Und dafür braucht es eine Ladeinfrastruktur, die das auch hergibt. Und da haben wir im Moment noch nicht genug. Wir haben, das ist in dieser Legislatur bisher gelungen im ersten Jahr, etwas gemacht, was ich mir schon lange gewünscht habe, nämlich wir haben ja in Berlin auch noch ein ganz tolles Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur in den Straßenlaternen bauen. Die haben in London die ganzen Straßenlaternen ausgestattet und das gab es bisher in Berlin noch nicht. Und wir haben jetzt aber einen Vertrag machen können, das begonnen wird mit den ersten 1000 Laternen, in die diese Ladeinfrastruktur eingebaut wird, damit man sozusagen, wenn man nicht ein Einfamilienheim mit Steckdose hat, sondern in der Stadt hier in einem der großen Mietshäuser wohnt, eben an der Straßenlaterne über Nacht das Auto aufladen kann. Und das ist eine Infrastruktur, die brauchen wir auch. Auch Schnellladesäulen an verschiedenen, ob das auf dem Parkplatz bei Aldi ist oder sonst wo. Das sind Punkte, die ermöglichen dann eben, dass Menschen auch umsteigen können. Und ich sage Ihnen auch, das 29-Euro-Ticket, für das ich sehr bin, auch das 9-Euro-Sozialticket, was wir jetzt gemacht haben, um in der Krise zu entlasten, das sind Punkte, wo wir hören, dass die Berliner dann eben auch sagen, ich steige um, ich fahre dann mit Öffentlichen, weil Mobilität für nicht mehr als 1 Euro am Tag ist für mich attraktiv. Das finde ich auch gut. Wir haben das gesehen. Wir haben mittlerweile über 1 Million Menschen in der Stadt, die das 29-Euro-Ticket nutzen. Und das ist doch ein Erfolg. Das zeigt doch, dass wir damit was verändern können. Also die Mobilitätswende geht auch über ein gutes Angebot im öffentlichen Nahverkehr und ein bezahlbares Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Im vergangenen Wahlkampf 2021 haben Sie sich stark damit profiliert, gegen die Grünen, gegen Verkehrspolitik Ihren Wahlkampf zu machen. Sie haben sehr deutliche Akzente in Richtung CDU gesetzt, Ausbau U-Bahn, Ausbau Automobilität. Wer soll Ihnen das jetzt abnehmen, dass Sie jetzt plötzlich sagen, hier, was meine Koalition jetzt gemacht hat, ist total super, obwohl ich im Wahlkampf was ganz anderes versprochen habe? Nee, Moment mal, Herr Schulze, was Sie jetzt machen, ist nicht in Ordnung. Das sage ich Ihnen ganz klar. Ich habe, so wie ich es auch jetzt gemacht habe, keine Koalitionsaussage vorher gemacht. Ja, aber inhaltlich war die Ausrichtung sehr deutlich. Wir hatten Sie einen Talk bei uns da und Herr Wegner und Sie haben quasi in 2 Wochen hintereinander fast das Gleiche erzählt. Es war sehr interessant. Wissen Sie was, ich stehe immer noch dazu, dass ich U-Bahn-Ausbau richtig finde in der Stadt. Wenn Sie sich mal angucken, wie unsere Entwicklung in der Stadt ausgesehen hat, über die letzten 100 Jahre, dort wo Entwicklung entstanden ist, dort gab es U-Bahn-Verkehr, dort ist eben ausgebaut worden das öffentliche Netz. Ich bin nach wie vor dafür und es hat überhaupt nichts mit Koalitionsfrage. Ich bin dafür, dass wir das Netz ausbauen, dass wir die U-Bahn verlängern, dass wir sternförmig in die Außenbezirke, die Stadt muss in die Dichte, in die Höhe, in die Breite wachsen. Wenn sie in die Breite wachsen will, brauchen sie die U-Bahn-Verlängerung. Da entsteht Entwicklung, da entstehen Arbeitsplätze, da entsteht Wirtschaftskraft. Bin ich nach wie vor dafür. Und was heißt hier Ausbau Autoverkehr? Ich habe gesagt, ich möchte, und das ist ein großer Unterschied, ich habe nicht gesagt, ich will mehr Autos per se, aber ich möchte, dass Menschen auch... Sie wollten aber auch nicht weniger. Ich habe gesagt, ich möchte, wenn wir, und das Gleiche habe ich Ihnen eben auch gesagt, wenn wir die Mobilitätswende schaffen wollen, müssen wir anders unterwegs sein mit den Autos, nämlich mit Elektromobilität. Und dafür muss die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Und natürlich, wir haben immer gesagt, Angebote statt Verbote. Ein gutes öffentliches Nahverkehrangebot. Nehmen Sie die U5 von Hönow zum Hauptbahnhof. Das ist ein super Angebot. Und da steigen Leute um. Wenn es bezahlbar ist, wenn es verlässlich ist, attraktiv, erreichbar, da sind sie viel schneller mit in Mitte als mit dem Auto. Das sind gute Angebote. Da bin ich dafür, dass wir den öffentlichen Nahverkehr, das gleiche habe ich letztes Jahr auch erzählt, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, bezahlbar zu machen, ist doch ein Punkt, ist doch nichts Neues. Ja? Also erzählen Sie mir nicht, dass ich da was anderes gesagt habe. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, ich bin der Meinung, wir sind eine Großstadt. Es wird immer Menschen geben, die auch mit dem Auto hier in der Stadt unterwegs sind. Ich finde nicht richtig, eine Diskussion zu führen, wo wir sagen, in Mitte, da fährt kein Auto mehr, da darf hier keiner mehr rein. Oder nur noch mit City-Maut, wo sie bezahlen müssen, wenn sie mal in zur Charité zum Arzt wollen mit ihrer Mutter oder ihrer, weiß ich nicht mit wem. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Und da finde ich, wir brauchen eine Balance, einen Ausgleich. Es gibt unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse in der Stadt. Es gibt Menschen, die fahren gerne Fahrrad. Super, finde ich toll. Die haben ein Anrecht, dass ich fahre auch gern Fahrrad, ja, um das mal festzuhalten. So, aber geht nicht jeden Tag. So, und es gibt Menschen, die
die wollen gerne mit ihrem Fahrrad sicher unterwegs sein. Ich würde mal sagen, alle wollen gerne mit ihrem Fahrrad sicher unterwegs sein. Das ist auch ein berechtigtes Interesse. Wir brauchen sichere Radwege. Aber wir brauchen genauso die Möglichkeit, dass noch ein Rettungsfahrzeug durchkommt und dass auch die Leute, die aufs Auto angewiesen sind, der Handwerker mit seinem ganzen Kram auch durchkommt. Dass der Wirtschaftsverkehr hier langkommt. Das gehört doch auch zu einer Großstadt dazu. Aber das sind ja zwei Dimensionen, ne? Also man kann auf der einen Seite sagen, es gibt eine City-Maut und auf der anderen Seite kommt der Handwerker natürlich trotzdem noch durch. Also ich finde nicht richtig, dass es quasi eine Mauer in der Stadt gibt, an der sie dann an der Grenze was bezahlen Wer müssen, um da reinzukommen. Wer will die denn? Na, die Grünen haben sich dafür ausgesprochen. So. Und wir haben jetzt aber verständigt im Koalitionsvertrag, dass wir keine City-Maut machen. Und für mich gilt der Koalitionsvertrag, insofern ist das Thema erledigt. Zu Frau Jarasch wollten wir noch kommen. Das, naja, aber wir haben jetzt keine aktuelle Debatte über City-Maut, das ist abgeräumt. Deswegen, sage ich ja, genau. So, also insofern ist das, können wir auch das Thema beenden. Genau, beenden wir das Thema. Wir hatten noch ein paar schöne kurze Fragen. Ich würde sagen, die stellen wir jetzt noch kurz, um einen harmonischen Übergang in die restliche Runde zu kriegen. Kurz davor mache ich noch einen Werbeblock. Die Taz hat anders als andere Zeitungen und Medienhäuser keine Paywall, sondern eine Paywahl. Wer von Ihnen euch die Taz unterstützen möchte, online zugreifen möchte, kann es umsonst tun, gegen eine freiwillige Zahlung oder auch nicht. Wir stellen euch das frei. Wir möchten, dass die Leute digital sich informieren können. Es muss natürlich Leute geben, die immer dafür zahlen. Deswegen hier der Appell, tut das, tun Sie das, fänden wir gut. Und dann gehen wir zu den Fragen. Soll ich die erste stellen, bis du sie gefunden hast? Genau. Der erste Satz zum Vervollständigen. Berlin ist unglaublich schlecht darin. Es wird Ihnen nicht gefallen. Pauschal zu behaupten, dass Berlin unglaublich schlecht ist, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist nicht pauschal, das kann ein kleines Detail sein. Ja, ein kleines Detail. Ich glaube, der Satz war vervollständigt. Für Sauberkeit in der Stadt zu sorgen. Ja. Mein Doktor kann jeder seinen Beitrag zu leisten, sage ich mal. Wir leisten auch unseren Beitrag, tolle BSR, danke an die BSR, aber jeder muss was beitragen dazu. Und da sind wir noch nicht gut genug, alle miteinander. Mein Doktortitel vermisse ich immer dann, wenn... Ich vermisse den nicht, weil ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Und ich brauche dafür keinen Titel. Wenn die vom Senat eingesetzte Kommission Enteignungen für umsetzbar hält, werde ich? Wir werden das Ergebnis abwarten und ich rechne damit, dass es ein abgewogenes Gutachten gibt, was unterschiedliche Sichtweisen beinhaltet und dann werden wir das bewerten. Ich kann nur sagen, ich werde nichts tun, was die Gefahr birgt, dass wir vor dem Verfassungsgericht erneut eine Klatsche bekommen und ich werde auch nichts tun, was das Land Berlin in erhebliche finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten bringt. Und das ist für mich handlungsleitend. Ich war zuletzt auf dem Bürgeramt, weil? Weil ich meinen Ausweis verlängern wollte. Und einen Termin bekommen? Ja. Ohne Promi-Bonus? Ja. Sehr gut. Neukölln, empfehle ich Ihnen. Bürgeramt Neukölln, gehen Sie einfach hin, wenn Sie auf dem Online-Portal keinen freien Termin haben, einfach vorbeigehen. Es sagen 25% der Kunden, die sich dort anmelden, ab. Übrigens in allen Bürgerämtern gibt es viele, die buchen sich einen Termin, die buchen auch mehrere Termine, kommen dann nicht. 25% ist die Nichtkommaquote. Insofern haben Sie gute Chancen, wenn Sie hingehen, dass Sie einfach in einen der Terminslots reinrutschen, den jemand anders nicht wahrgenommen hat. Wir arbeiten aber daran, dass wir die Nichtkommaquote reduzieren. Dafür gibt es auch schon Modelle und im Übrigen sind wir mittlerweile bei 60% Erfüllung der Wünsche, was einen Termin in 14 Tagen angeht. Sehr viele Menschen in der Stadt wollen einen Termin in 14 Tagen, nämlich auch so etwa 60% aller Kunden. Wir wollen natürlich, dass wir das für 100% der Kunden anbieten können. Daran wird gearbeitet und deshalb investieren wir auch in die Verbesserung der digitalen Verfahren und haben da im letzten Jahr wirklich einen großen Schub geschafft, auch nach der Corona-Pandemie die Rückstände aufzuholen. Und daran wollen wir auch weiterarbeiten. Sollten die Grünen die Wahl gewinnen, werde ich. Wir setzen darauf, dass die SPD die Wahl gewinnt. Und zum Abschluss die Frage dieses Abends. Haben sich die Berliner am 26. September 2021 verwählt? Ich glaube, dass die, die zur Wahl gegangen sind,
sehr deutlich ihren Wählerwillen zum Ausdruck gebracht haben. Und ich setze darauf und hoffe, dass auch wieder viele zu dieser Wahl gehen werden und sich beteiligen und ihren Willen auch zum Ausdruck bringen erneut. Und darum werben wir jetzt auch. Vielen Dank. Wir haben im Publikum eine Kollegin, Emmy, die würde jetzt mit dem Mikrofon rumgehen für 2, 3 prägnant formulierte Publikumsfragen. Ist denn jemand irgendwo? Oh, ja. Hier vorne jede Menge. Wie gesagt, je kürzer ihr sie euch haltet, umso mehr Optionen haben wir, mehr Fragen zu beantworten. Genau. Ich mache es kurz. Philipp Dehne, Lehrer und von der Bildungsinitiative Schule muss anders. Ich muss ganz kurz einleiten, dann kommt die Frage. Wir haben in Berlin krassen Lehrkräftemangel. Sie haben von Bildungskrise oder von Krise gesprochen. Berlin sei gut darin. Ich glaube, Berlin ist sehr schlecht, die Bildungskrise zu bearbeiten, damit umzugehen. Wir haben schon 1000 fehlende Lehrkräfte. Wir bräuchten 3000 jährlich, 900 werden nur ausgebildet. Was tun Sie ganz konkret, um mehr Geld in die Ausbildung von Lehrkräften, in die Ausbildung von Sozialarbeitern, von Erzieherinnen zu investieren? Da habe ich in den letzten 1,5 Jahren nichts gesehen. Die SPD hat krass geblockt bei den Hochschulvertragsverhandlungen. Werden Sie das zur Chefin-Sache machen, wenn Sie wieder gewählt werden? Und was wollen Sie konkret tun? Und letzte Frage, sind Sie bereit, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen? Denn das war bisher nicht der Fall. Also zunächst einmal, die Hochschulvertragsverhandlungen kommen ja erst noch. Die laufen gerade und wir haben heute, ich weiß nicht, ob Sie mit Ihren Kolleginnen von Schule muss anders gesprochen haben, wir haben heute gerade ein Gespräch gehabt im Rathaus. Das weiß ich. Na, können Sie ja auch mal erwähnen. Ja? Also wir haben heute Schule muss anders war heute im Roten Rathaus zu Gast. Ich habe mein Versprechen eingehalten. Sie haben gebeten darum, dass wir ein Gespräch machen mit der Bildungssenatorin und mit der Wissenschaftssenatorin. Das hat heute stattgefunden. Es ist jetzt Zufall, dass wir uns heute Abend hier sehen. Wusste ich nicht, dass Sie hier sind. Also es ist nichts, was jetzt extra gemacht wurde, noch schnell oder so, sondern die Bürgerplattform hat ja im Rathaus getagt. Da war das Thema auch Bildung. Und wir haben Frau Gefährt, dann muss man dazu sagen, dass auch die Frage, machen Sie Bildung zur Chefin-Sache, Sie gesagt haben, Sie seien nicht zuständig, das sei Frau Gothe und erst auf Nachfragen Sie diesen Termin angeboten haben bei dem Treffen. Entschuldigung, wenn das Herr Wissen, ich finde es wirklich echt unerhört. Ich habe gesagt, es war eine sehr intensive Diskussion. Die Bürgerplattform war erstmal im Rathaus, im Rotrathaus eingeladen zu einer großen Veranstaltung. Da war ich Gastgeberin. Ja? So, Sie haben die Räume bekommen. Ich habe mich fast 3 Stunden im Gespräch gestellt. Wir haben eine intensive Debatte gehabt dazu über das Bildungsthema. Und ich habe dann gesagt, dass Lehrkräfte-Thema, lassen Sie uns das gemeinsam, ich biete es an, wir machen ein Gespräch mit beiden Senatoren. Und dann haben sie gesagt, okay, das machen wir. Und das haben wir heute auch gemacht. Und heute ist mit Schule muss anders, waren sehr tolle Vertreter, die von ihrer Initiative da waren, sehr, sehr gut vorbereitet, die wirklich, es war ein sehr konstruktives Gespräch. Und ich will Ihnen sagen, wir haben darüber informiert, wie jetzt der aktuelle Sachstand ist. Natürlich ist klar, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt. Wir wollen uns dafür stark machen, dass auch in den Hochschulverhandlungen dieses Thema hohe Priorität bekommt. Die Schätzungen und Einschätzungen, die von der Wissenschaftsverwaltung hier gemacht worden sind zum Thema Ausbildung und Plätze, liegen bei 2300. Das ist also die Zielzahl, mit der wir jetzt agieren, 2300 Ausbildung pro Jahr. Es gab andere Punkte, die auch noch eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel wie mit... Moment, wir würden hier gerne fragen, sonst kommt kein anderes Thema mehr da. Ich wollte nur eine Antwort auf meine Frage. Sie haben mich gefragt, ob wir uns in den Hochschulverhandlungen dafür einsetzen. Und? Ja, wir setzen uns dafür ein. So, und wir arbeiten dafür und wir sind auch mit Ihnen gemeinsam im Gespräch. Es sind aber, Sie wollten wissen, ob ich zur Chefinnen-Sache mache. Ich habe 2 Senatorinnen, die Hochschulverhandlungen machen. Und das ist im Rahmen der Ressortzuständigkeit auch richtig so, was ich mache. Als Regierungschefin dieses Senats ist natürlich schon, die beiden auch da in die Pflicht zu nehmen. Aber wenn ich jede Verhandlung in jedem Ressort selber führe, dann wird das schwierig. Es gibt für die Hochschulverträge klare Vereinbarungen und das macht die Wissenschaftssenatorin, das macht die Bildungssenatorin und dabei bleibt es auch. Das heißt nicht, dass ich mich nicht ums Thema kümmere, aber es gibt Zuständigkeiten und die müssen auch eingehalten werden. Direkt okay, nebendran ist auch noch eine Frage. Wie gesagt, je kürzer, desto mehr. Sie hatten gesagt, dass Sie nicht mit den Klimaaktivisten reden wollen. Das finde ich sehr schade, weil das auch junge Leute, die, wo es wichtig ist, mit denen mal wirklich ins Gespräch zu kommen. Haben Aber Sie ich das gehe so mal auf verstanden, was ganz anderes zurück. Ich gehe mal auf was anderes zurück.
Sie haben sich gelobt für den Klimabürgerinnenrat. Der ist zustande gekommen aufgrund einer Initiative von Klimaneustart. Dafür sind Unterschriften gesammelt worden. Mhm. Und der ist so unterm Radar gehalten worden, dass ihn kaum jemand mitbekommen hat außerhalb dessen. Also ich habe mal bei mir in der Schule gefragt, Kolleginnen, SchülerInnen, die haben das erst durch mich überhaupt erfahren, was es gibt. Warum wird ein solches Instrument nicht rausgeblasen und gepusht in die Welt, weil es ist das Instrument, um Leute mitzunehmen. Und genau dasselbe ist beim BEK passiert. Da gab es irgendwie eine Website, wo man sich hätte beteiligen können. Auch das lief unterm Radar und ist erst rausgekommen, als ein offener Brief aus der Klimabewegung heraus veröffentlicht wurde, dass Leute sich daran beteiligt haben. Die Beschlüsse übrigens, das Klimabürgerinnenrat, werden verwässert. Also es wird gesagt, wir nehmen so und so viel, aber die sind nicht so, wie der Bürgerinnenrat das vorgeschlagen hat. Und im BEK, warum wird da nicht ein Emissionspfad festgelegt, ein CO2-Pfad festgelegt, ein Monitoring, das nachvollziehbar ist, festgelegt, das dem Pariser Abkommen entspricht? Also der Klimabürgerinnenrat ist ja von der Klimaschutzsenatorin verantwortet worden. Sie hat das auch in ihrer Ressortzuständigkeit gemacht. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass da sehr wohl auch mit Begleitung Abendschau, RBB, immer wieder auch Presseerklärung und so weiter agiert wurde. Ich kann das gerne an Frau Jarasch auch nochmal mitnehmen heute hier aus dieser Runde, dass Ihnen das nicht ausgereicht hat. Ich kann nur sagen, also ich habe selber als regierende Bürgermeisterin da nichts unterm Deckel gehalten. Im Gegenteil, wir haben ja den Klimabürgerinnenrat auch eingeladen, mit den Ergebnissen in den Klimaausschuss des Senats zu kommen, diese Ergebnisse dort zu präsentieren. Aber es ist ganz klar, dass wenn solche Empfehlungen formuliert werden, alle Senatsverwaltungen ja auch nochmal ihre Sicht der Dinge darlegen. Und sie können nicht erwarten, dass 1:1 alles auch Senatsprogramm wird. Weil natürlich auch nochmal aus den verschiedenen Fachressorts geschaut wird, was ist machbar, was ist realistisch, wie müssen wir andere Interessen noch einbeziehen und daraus dann eben einen Weg machen, der für alle Beteiligten auch machbar ist. Und deswegen, es ist sehr viel übernommen worden, sehr viel eingeflossen auch aus den Empfehlungen des Klimabürgerinnenrats. Aber es ist nicht immer an jeder Stelle 1:1 übernommen worden. Das stimmt. Aber das ist auch ganz klar, denn es gibt ja auch zuständige Senatsverwaltungen, Ministerialverwaltungen, die auch nochmal aus ihrer Sicht schauen, ist das so möglich und machbar? Und deswegen wird das immer auch so ein Beteiligungsinstrument dann ein Mix sein aus dem, was auch die dafür zuständigen Fachressorts auch dann sagen. Ich glaube, wir haben noch... Also warum das BEK nicht mehr beworben wurde, oder? Das sind Fragen, die nehme ich an die zuständige Senatorin mit. Ja, wir haben beim BEK, glaube ich, sehr, sehr ausführlich trotzdem auch Maßnahmen festgelegt, die wir machen, die sehr weitgehend sind. Und wir haben ja ein ganz klares Ziel, bis 2030 70% Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen. Und dieses, was dafür nötig ist, um das auch, da geht es Ihnen ja wahrscheinlich auch darum, das zu messen, das zu monitoren, das ist ein Thema, das muss in der dafür zuständigen Senatsverwaltung auch gemacht werden. Ich werde das auch nochmal besprechen und anregen. Wir haben kurz vor halb, wir haben noch ganz, ganz, ganz wenig Zeit, weil Sie gleich weg müssen. Wir können ja sammeln. Und für eine letzte Frage. Gar kein Thema, das nächste können wir ganz schnell machen. Ich komme von Deutsche Wohnen, Kur enteignen. Vor anderthalb Jahren haben 1,5 Millionen Menschen für die Enteignung gestimmt. Sie haben gesagt, wir brauchen eine Expertinnenkommission. Die Expertinnenkommission hat grünes Licht gegeben in ihrem Zwischenbericht. Es gibt eine Abstimmung aus ihrer Basis heraus, die gesagt hat, wenn wir ein Minderheitenvotum auch haben, das Ja sagt, werden wir das Ganze umsetzen. Herr Geisel sagt, mit ihm gibt es keine Umsetzung. Wann wird es unter Ihnen mit der SPD gemeinsam eine Enteignung geben, um die Menschen in Berlin zu entlasten und den Mietenmarkt zu regulieren, Frau Giffey? Ja. Ich will noch mal ganz klar sagen, ein Zwischenbericht gibt kein grünes Licht, sondern ist ein Zwischenbericht. Das wissen Sie auch. Und ich sage Ihnen, wir haben einen Prozess verabredet, der sowohl die Verfassungsgemäßheit dieser Frage betrachtet, als die auch ist geklärt die, damit, die ist geklärt. Die ist nicht abschließend wir haben geklärt. Wir haben auf der Berliner Landesebene die Kompetenz, das Ganze durchzuführen. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Trotzdem sind noch andere Fragen auch zu klären dabei. Wir haben ein haushaltsneutrales Modell vorgelegt. Wir haben ein haushaltsneutrales Modell vorgelegt. Vielleicht beschäftigen Sie sich einfach damit, anstatt immer zu erzählen, dass uns das alles sehr viel kostet. Was uns viel kostet, ist der aktuelle Mietenpakt, und zwar uns WählerInnen. Ja, wissen Sie, der Punkt, wenn Sie hier ein haushaltsneutrales Modell vorlegen, muss das noch lange nicht heißen, dass das ein rechtskonformes Modell ist. Und wir werden Klagen haben, und ich möchte, dass, wenn wir einen Weg beschreiten, dass der auch nicht scheitert vor dem Verfassungsgericht. Wir haben... Dann reden Sie mit der FDP und der CDU. Bitte ausreden. Bitte mal ausreden lassen. Das wäre schon fair. Ich glaube, wir wären an der Stelle heute da auch nicht einig. Ich bin nicht der Meinung, dass Enteignungen eine einzige Wohnung hier in Berlin schaffen. Wir haben einen akuten Wohnraummangel. Neubau bündelt es aber auch nicht, Frau Giffey. Jetzt, ja? Also entweder Sie stellen mir eine Frage und lassen mich antworten, oder wir können es sein lassen. Wir haben ja nur so kurz Zeit miteinander. Wir können uns ja noch mal treffen, wenn Sie wollen. Wir werden dann nicht zusammenkommen. Ich bin nicht dafür, dass wir mit Enteignungen das Thema lösen. Wir haben hier in der Stadt einen akuten Wohnraummangel. In den 240.000 Wohnungen, um die es Ihnen geht, von 2 Millionen Wohnungen, die wir haben in der Stadt, leben Menschen. Wenn die den Eigentümer wechseln, sind all die, die im Moment eine Wohnung in der Stadt suchen, werden keine Wohnung bekommen. Und das sagen Sie eben nicht. Das stört mich daran. Wir werden es nicht lösen, das Thema, was Ihnen wichtig ist. Wir werden es nur lösen, wenn wir ausreichend Wohnungen bauen. Und deswegen muss investiert werden. Und wenn immer gesagt wird, das Mantra hier, und bauen ist schlecht, so geht's nicht. Wir brauchen diese Wohnung. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Und wenn der nicht genug da ist, weil wir auf 4 Millionen Einwohner gehen, dann müssen wir diese Wohnung schaffen. Anders wird es nicht gehen. Die Mieterschutzinstrumente sind genauso wichtig, das ist ja gar keine Frage. Ich habe nicht gesagt, dass wir einfach bauen und dann irgendwie, wissen Sie, wir reden über energieeffiziente Häuser, wir reden über klimaneutrale Häuser, die gebaut werden müssen. Wir haben hohe Energieschutzstandards beim Neubau. Aber wenn Sie mir erzählen, wir lösen die Probleme, indem wir einfach keine neuen Wohnungen bauen, sondern die, die da sind, wo Menschen drin wohnen, enteignen, da fehlt mir was dabei. Wir haben viele Menschen, die in der Stadt Wohnraum suchen. Und wir werden nicht, wenn wir Eigentümerwechsel organisieren, diese Probleme lösen. Das ist nicht die Lösung. Ja, wissen Sie, was die Leute sagen, die hier in Berlin überlegen, ob sie hier was bauen? Die sagen, wenn ich nicht weiß, ob ich enteignet werde, dann baue ich hier überhaupt nichts, sondern gehe ich woanders hin. In andere Bundesländer, man sieht es eben auch, wir haben einen Rückgang der Bauaktivität, nicht nur aufgrund der Kriegssituation und der Folgen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass diese Frage im Raum steht. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, vermutlich kommen wir da in der Kürze der Zeit heute Abend tatsächlich nicht mehr zusammen. An dieser Stelle würde ich sagen, ich kann nur sagen, 750 Millionen Euro dieses und nächstes Jahr, Fördermittel für die Errichtung von Sozialwohnungen, Modell der kooperativen Baulandentwicklung, 50% Wohnungen im mittleren und unteren Preissegment als Vereinbarung im Wohnungsbündnis und die kooperative Baulandentwicklung. Sie kriegen nur Fördergelder, wenn Sie einen bestimmten Anteil an sozial bezahlbaren Wohnungen auch bauen. Und wir haben eine Wohnraumförderung, soziale Wohnraumförderung mit 750 Millionen Euro. Das muss erstmal verbaut werden. Und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Wohnungen gebaut werden, die bezahlbar sind, das ist entscheidend. Und dafür brauchen wir auch eine Zusammenarbeit mit denen, die Privatwohnungen bauen. Dieses ewige Freund-Feind-Denken. Wir haben in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die schaffen ungefähr 7.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist super, ja? Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch noch andere, die hier bauen, sonst werden nicht genügend Wohnungen entstehen. Und das ist mir wichtig, dass wir es schaffen, alle in die Pflicht zu nehmen, bezahlbaren Wohnraum, aber auch zu sagen, es muss eine Zusammenarbeit geben zwischen denen, die Privatwohnungen errichten und denen, die in Genossenschaften und in den städtischen Gesellschaften Wohnungen errichten. Also Frau Giffey, wenn Sie sagen, Sie haben noch eine Stunde, dann hängen wir gerne noch eine Veranstaltung dran zum Thema sozialer Wohnungsbau, DW enteignen und so weiter und so fort. Der Wahlkampf ist ja auch nicht vorbei. Und der Wahlkampf ist natürlich auch noch nicht vorbei, das stimmt. Ja. Ansonsten verweisen wir an dieser Stelle gerne noch auf zwei weitere Veranstaltungen, die kommen. Nächste Woche Freitag ist Klaus Lederer zu Gast, nur im Livestream. Das wird leider kein Live-Publikum geben können hier in der Kantine. Und eine Woche später, am 27. Bettina Jarasch von den Grünen, dann wieder mit Publikumsmöglichkeit.
Ja, an der Stelle, genau, da ist es auch nochmal eingeblendet. Danke, Frau Giffey, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch ans Publikum, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.